Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen kommt die FDP zu ihrem Dreikönigstreffen zusammen. Parteichef Lindner steht unter Druck. Christian Lindner will den Kurs der FDP abstecken. Quelle: Oliver Berg, Deutsche Presseagentur. In Stuttgart kommt die FDP heute zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Nach dem Ausstieg der Liberalen aus den Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen muss STE-Parteichef Christian Lindner heftige Kritik von außen einstecken. Auch in der Partei gab es Enttäuschungen darüber, dass die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung im Bund nicht ergriffen wurde. Es wird erwartet, dass Parteichef Christian Lindner beim dem Treffen nun den künftigen Kurs der Partei abstecken will.